Dank. Sehr geehrte Lehrerin, liebe Gäste. Ich habe mal die Zeit kurz genutzt, um mal zu sehen, was wir für ein Geschenk bekommen haben. Ich weiß nicht, ob man es von hinten sehen kann. Also 60 Jahre Paracelsus-Klinik. Also ich bin sehr dankbar, wenn man insbesondere diesen Bauabschnitt hier hinten sieht, dass Sie dreimal betont haben, dass das 60 Jahre alt ist, das Foto, und nicht aus aktuellen Beständen da ist. Weil wir haben ja, viele von Ihnen wissen, dass eine Menge abgerissen in letzter Zeit. Es hätte auch ein Foto sein können von unserem Abriss. Aber, wie Sie heute sehen, ist das Krankenhaus immer noch da und es wird auch die Prognose in den nächsten 60 Jahren auch noch da sein. Ich darf als allererstes am herzlichen Grüße von unserem Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Dr. Grebe, bestellen. Herr Dr. Grebe hat heute eine sogenannte Parallelveranstaltung, der ist heute in Aachen, der Präsident des Europaparlaments kommt, uns dort besuchen in unserer Klinik, und da hat er sich überlegt, 60 Jahre oder Präsidenten, na gut, dann müssen Sie halt, oder dürfen Sie mit mir Vorlieb nehmen. Aber ich glaube, Sie sehen, dass die Knappstadt mit ihrem Haushaltsvolumen bundesweit mit 46 Milliarden Euro schon ein großer Player im Gesundheitswesen ist und dass wir dort auch gefragt werden, und das freut uns auch. Also herzliche Grüße auch von Herrn Dr. Grebe. Ja, ich werde gleich so einige Sätze zu der Historie sagen, zu dem Abriss, was ist in 60 Jahren passiert. Und aber Sie müssen auch nichts mitschreiben oder so, falls Sie Chroniker sind. Wir haben hier Ihnen allen eine kleine Broschüre zusammengestellt, das haben unsere eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiter gemacht, 60 Jahre Paracelsus-Klinik. Da sind auch viele Grußworte drin, angefangen vom Minister für Gesundheit, Bundesminister, Landesministerin, Frau Steffens hat dort ein Grußwort geschrieben. Jeder Bürgermeister aus dem Kreis Recklinghausen, der Landrat, der Superclub, haben sich in diesem Buch mit Glückwünschen zu unseren 60 Jahren hier verewigt. Und das freut uns außerordentlich, weil es ist auch sicherlich keine Selbstverständlichkeit, dass so viele Glückwünsche an uns herangetragen werden. Ja, was ist eigentlich in den letzten 60 Jahren?